Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ein etwas trauriger Anlass. Bei meinem Modellbaukollegen hat es gebrannt. Diese V200 habe ich mal mitgenommen, um die vielleicht noch zu retten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dabei sein, wie ich dieses versuche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das hinbekomme. Sie stinkt brutal nach Rauch. Und auch hier sieht alles etwas, ja, dreckig, rostig aus. Ist für mich eine traurige Geschichte, aber gut, ich denke, vielleicht kann ich ja was retten, das wäre ja toll. Und vielleicht ist das ja nicht ganz umsonst. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kann das eine oder andere richten. Das wäre ja schön. Ich baue auf jeden Fall jetzt mal alles auseinander.
Ja, das sieht doch recht gut aus hier noch vom Motor her. Dann werde ich mal das alles mit in den Garten nehmen. Dort werde ich das Ganze reinigen. Und dann mal schauen, wie ich das wieder sauber und in Schuss bekomme. Das wird alles jetzt in das Orangenbad gelegt. Und das mache ich natürlich draußen im Garten, weil das, kann ich euch sagen, das stinkt erbärmlich. Und nachher werde ich es dann wieder zusammensetzen. Ups. Und wenn ich Glück habe, läuft das gute Stück wieder. Und mal sehen, wie das dann im Ganzen aussieht. Dann gehe ich mal putzen. So sieht jetzt der Rahmen aus. Diesen Rahmen werde ich jetzt abschleifen und sauber machen, am besten mit Akkupatz. Auch hier dieses Drehgestell werde ich sauber machen und danach schön lackieren. Und ich denke, dann bekommen wir das schon wieder irgendwie auf die Reihe. Das Gehäuse ist aus dem Reinigungsbad wieder zurück. So sieht die Sache jetzt aus. Gut, es stinkt immer noch, aber bei weitem nicht mehr so wie zuvor. Und ich denke mal, das kann man als Betriebsverschmutzt hier oben durchgehen lassen. Aber wenn ich jetzt noch mehr reibe, geht noch mehr Lack ab. Deshalb lasse ich das jetzt einfach mal so. Der Rahmen ist jetzt auch vom Lackieren zurück. Den habe ich jetzt fertig. So sieht er jetzt aus. Auch das rostige Blechchen unten ist jetzt wieder schön schwarz. So wie die Fahrgestelle. Die sehen auch wieder gut aus. Und auch diese Blenden, die habe ich mit Klarlack versiegelt. Und ich denke, dann müsste das soweit passen. Jetzt geht's ans Zusammenbauen. Motor ist schon zusammengebaut, hat auch schon seine Runden hinter sich. Und mit diesem fange ich an, den einzusetzen. Jetzt kommt er wieder in seine gewohnte Umgebung. Kommt nachher noch ein Lackstift zum Einsatz. Das Lokgehäuse ist wieder zusammengesetzt. Ich habe auch die Puffer etwas lacktechnisch nachbehandelt. Das Ganze
passt, denke ich mal jetzt. Auch die Lok selber ist wieder zusammengesetzt. Es befindet sich hier ein Rampino drin. Hier ist, wie gesagt, der Motor mit einem selbstgebauten Hamo-Magnet und hier Leuchtdioden, die dann das Licht für vorn und hinten darstellen sollen. Das Ganze kann ich jetzt zum Funktionstest hier auf mein Testgleis setzen und dann mal schauen, was denn diese Lok so macht. Ich habe den Decoder zuvor ausgelesen und ich bin auf die Adresse 28 gekommen. Und jetzt schauen wir mal, was er macht. Ja gut, da muss ich halt noch ein bisschen nacharbeiten, obwohl ich jetzt eine Masse hier direkt genommen habe, denke ich mal, macht er doch etwas Schwierigkeiten. Aber das ist gleich eine tolle Geschichte, um zu kontrollieren. Solltet ihr mal so einen Fehler haben und ihr wisst nicht, warum läuft die Lok nicht? Jetzt ist sie stehen geblieben. Aha, seht ihr, es ist die Masseseite, die hier Probleme macht. Und so kann man das etwas nachprüfen. Hier steht jetzt die geputzte V200 auf meiner Anlage, um den Test zu absolvieren, ob sie auch wirklich fährt. Also diese Lok, denke ich mal, sieht wirklich nur betriebsverschmutzt aus. Ich lasse sie mal fahren und siehe da, sie fährt. Und ihr seht, mit etwas Mühe und etwas Liebe kann man auch so ein Modell wieder ans Laufen bringen. Was ich euch noch wirklich ans Herz lege, ist, schaut, dass eure Rauchmelder in euren Mobazimmern wirklich funktionieren. Ich wünsche das keinem. Wie ihr seht, läuft diese Lok wieder und ich würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu können auf meinem Kanal zu einem schöneren Video und verbleibe bis dahin euer Grubi 1960.